Es ist sozusagen im Laufe der Zeit, und das nicht nur mir, sondern vielen, deutlich geworden, dass solche politischen Systemtypologien nicht einfach mit so einem, da kann man nicht so ein Kästchenschema machen, wo man sagt, das eine passt da rein, das andere passt da rein, sondern es gibt, wenn Sie so wollen, gewisse regulierende Prinzipien, die gibt es überall, aber in manchen politischen Systemen dominiert das eine, in anderen dominiert das andere. Nicht? Und es gibt eben Systeme, und der englische Fall ist nun der Standardfall. Da ist der Wettbewerb der Parteien das dominierende, regulierende Prinzip. Es gibt andere, da gibt es natürlich auch Parteienwettbewerb, aber Entscheidungen fallen zu einem guten Teil über Verhandlungsprozesse zwischen kooperativen Akteuren. Das ist ja der Kern der Unterscheidung. Und dann war von meinem Ausgangspunkt her, nicht, weil ich nun zufällig auf diese beiden Fälle Österreich und Schweiz gestoßen war, das war sehr stark durch biografische Zufälle bedingt. Ich war in der Schweiz gewesen, nicht, und dachte dann nur, was machen die denn hier? Und dann las ich in, wie das die Österreicher machen, und dachte auch, nun, da muss man. Also ich war, für mich ist hier immer wichtig gewesen, ich war von Anfang an immer ganz stark komparatistisch orientiert.